Ja, und deshalb nehmen wir jetzt auf. Hallo, willkommen zu einer Runde Mindset. Hi. Ja, Und ich lasse ihn da erstmal doch gut. Allein. Es ist gerade 6:30 Uhr. Oh, morgens. Wir haben beide bisher kein Auge zugedrückt. Ich wollte ja, und dann hat er da Bock auf Minecraft bekommen. Ja, da habe ich gefragt, ob wir Death by White spielen wollen. Da hat er irgendwie verkackt, sondern hatte ich auch keine Lust. Und dann haben wir jetzt ein bisschen Mindset gespielt. Das alles auf dem Shotbow-Server. Der IP ist in der Beschreibung. Wo bist denn du lang? Da links. Wir waren ja gerade in Grimdale. Ich hoffe, wir können laufen, oder? Ja, jolo. Wollen wir nicht zurückgehen? Und dann Richtung Norden? Bei der Wüste, bei der Abzweigung? Man wird hier so ein bisschen durch den Wald. Ist auf auch nun. Slendy treffen. Hier vorne ist übrigens leichter Weg. Das heißt, hier können wir ruhig lang gehen. Es ist bisher nur. Es waren ein paar Spieler drauf, dann wieder weg. Dann wieder drauf. Ja, der Spielmodus scheint nicht mehr so beliebt zu sein wie damals. Jedenfalls auf diesem Server. Ich habe ja mit Absicht den, wo kein Spieler drauf war, ausgesucht. Ja, es war noch allgemein. Beim höchsten waren, glaube ich, nur 9 Spieler drauf. Trotzdem. Reicht aus. Ist das hier ein Chunkfehler bei mir oder? Ja, das ist ein Chunkfehler. Ach ja, hast du das Testkicker-Pack an? Ja. Das ist übrigens von meinem Server, das hat Chaos. Hat das gemacht, das ist ein Painterly Pack. Dafür gibt es eine Webseite. Was hat er gemacht? Für den Server. Es gibt dazu keinen Download-Link, noch nicht. Vielleicht werde ich mal einen machen, wenn die Frage da ist. Ansonsten bleibt das erstmal so. Er hat mich auch gefragt, ob ich das nicht als Servertextur nehmen kann, aber wenn Leute das nicht haben wollen, dann. Ist das hier ein Weizenfeld? Ne, hier ist ein Blumen. Oh. Sah ein bisschen aus wie Weizen. Ja, auf den ersten Blick, ne? Ja. Wir haben hier, das ist gerade unser Zeug. Ich bin vollgepackt mit Müll. Ich auch. Ich habe ein paar Health Potions. Ja, ich habe auch noch. Gefunden. Ich habe noch 7 Health Potions. Siehst du irgendwas? Links da vorne ist, glaube ich. Oder sind das? Nee, das sind einfach das, bloß. Ja, das ist kleine Hügel. Die Sache ist, wir haben beide kein Optifine. Oh, da vorne ist was. Ja, wir haben beide kein Optifine, was uns einen Vorteil verschaffen würde. Ist ja aber verboten, oder nicht? Nö. Warum? Weil. Grimdale Farm. Oh, dann kannst du davon ein paar Dings machen. Oh, verdammt. Ach ja, best move ever. Ja, wir haben Geigers als Mond. Ja, guck mich halt an, du Pisser. So. Ich kann die, glaube ich, mit einer Schaufel kaputt machen, oder? Workbench! Ne, Woodhoe. Ah, Workbench, sehr gut. Unten. Na, ich seh's. Kekse, Kekse, Kekse. Weizen und Melone. 8 Kekse bekommt man. Was haben wir hier? Kommst du hoch? Ja, ich eile. Da, Weizen. Oh, gut, dass ich gerade keinen Platz habe. Obwohl, warte. Dann hast du hier 8 Kekse. Dann muss ich den einzelnen da unten gleich den einsammeln. Ich hab keinen Platz. Ja, nimm trotzdem irgendwie. Werf Kakaobohnen dafür weg. Keine Ahnung. Wir haben so viele Kakaobohnen gefunden, das ist echt lächerlich. So, und da hier Wasser. Hab ich gerade einen Zombie gehört? Hier oben ist auf jeden Fall noch eine Kiste mit Äpfeln. Also Nahrungsprobleme haben wir definitiv nicht. Ich lasse die Äpfel liegen, weil ich einfach 6 Stück habe dabei. Ich schmeiß Kakaobohnen weg. So. Dann habe ich jetzt 5. Glitching with Blocks can get you banned. Na, ich wollte es nur abbauen. Was? Entschuldigung. Ich wollte da einen Block abbauen. So, hast du Meldung bekommen? Glitching with Blocks. Okay. Ah. Das war Melone. Ist das der Kürbis? Ja. Ah,
Ah, ich hab's auch gerade bekommen, das mit Grischling. Ich habe gerade 4 Melonenstück. Ah, das ist ein Kürbis. Und das hier ist noch eine Melone. Wie hoch kann man die stacken, what the fuck? Mach, 64. Ne, 4 nur. Dann haben wir beide 4. Sehr gut, jetzt können wir uns jedes Mal eine Melone halt, ein halbes Herz und ich glaube einen Keks auch. Ich esse mal einen Keks. Ja, halbes Herz. Kann man in die Windmühle rein? Hast du das geschaut? Nee, wann denn? Ach, gerade eben. Normalerweise haben wir ja auch immer eine Karte offen oder sowas. Na du. Ja, zum Orientieren kann man nicht rein. Ja, ich würde sagen, wir gehen zurück zu Grimdale und gehen dann da wieder weiter. Echt? Ja. Ich mag es nicht so, einfach in die Wildnis reinzurennen. Angst vor das Andy? Slendy? Slendy? Nein. Einfach weil No YOLO und so. Ah, kannst mich mal eben deffen, ich muss mal eben einen Schluck von diesem Dreckswasser trinken. Oh, jetzt ist eine gute Möglichkeit, ihn zu töten. Hast du noch ein überschüssiges Holzschwert? Nope. Na, verdammt. Man kann das Spiel auch irgendwie mit Scheren heilen. Mit Betonung auf irgendwie. Eigentlich könnte man ein bisschen sprinten, oder? Wir haben ein bisschen Essen dabei, ja. Also wir haben einmal 8 und jeweils nochmal 4 und dann noch Äpfel en masse. Du hast auch 8 Kekse? Na, 7. Wollte gerade sagen, ich habe auch nur noch 7. Und ich habe noch einen Goldapfel. Ja, er hat einen Goldapfel. Gefunden in der Kirche war das, glaube ich, ne? Ja. Ah, halt aber nicht immer die Hälfte, um ein halbes Herz. Dann halt Äpfel heilen auch um ein halbes Herz. Oder okay. Können. Sehr gut. Dann ist Nahrung allgemein. Und wahrscheinlich Goldäpfel heil kommt also auch definitiv. Oder es kommt darauf an, wie viel man überschüssig hätte. Warte, ich hab ein halbes. Ich esse mal. Ja, halbes Herz geheilt. Also wenn man sich überfrisst quasi. Ah. Boah. Lass uns jetzt ein bisschen weiter weg von der Stadt halten. Ich will nur den Weg sehen. Also ich wollte hier einfach so durch die... Putz, Space. Ist übrigens jetzt jemand anderes drauf, nämlich Jaffa Cake. Auch wenn er auf einem von uns spawnt. Einfach niederknüppeln. Und Stress will. Ja, wenn er nicht. Hatten wir da nicht mal irgendwie was? Wenn man nicht blockt, für Zeichen von wegen Frieden, dann kann man ihn niederknüppeln. Was? Ja, wir hatten aber auch, glaube ich, mal einen, der hat es gemacht. Der hat gesagt Peace und dann hat er, ist auf uns losgegangen. Ja, nach einer Zeit aber erst. Glaub, aber wenn man jetzt zum Beispiel hier so durch die Gegend nur so Blicke schleifen lässt und auf einmal ein Spieler sieht, aber das nicht bemerkt. Und dann halt nicht blockt. Ich bin nicht der Jump'n'Run Pro. Nicht um diese Uhrzeit. Na gut. Sagt der vorne weitergekommen ist, bei Death by Volt als ich. Ja. Aber wann wolltest du denn nicht mehr und dann haben wir es sein gelassen. Lass gleich so rübergehen. Ja, da wird doch wohl nicht etwa jemand müde, oder? Ist doch bloß ein Grund für Energie. Für dich vielleicht. Ich trinke das wie Wasser. Ja, bei dir wirkt es ja nicht mehr. Bei mir wirkt gar nichts mehr. Ich hätte vielleicht früher in Deutschland nicht jeden Morgen eine Tasse schwarzen Tee trinken sollen. Hier vorne war ich vorhin, als wir versucht haben, uns zusammenzufinden, zusammen zu spawnen, recht in der Nähe, gestorben. Und da. Zombies tragen immer noch den Namen von der Person, die gestorben ist. Da dachten wir, das ist ein Spieler in der Nähe. Und da habe ich einfach. Da hab ich. Ich war ein Stück näher dran, habe richtig genau hingeguckt und da stand einfach mein Name da. Ob das. Oh, da ist ein Spieler! Oh, der hat uns noch nicht gesehen! Auch die Ruinen. Ja. Und wir hatten eine witzige Resident Evil 4 Anspielung. Oh, da willst du nicht lang gehen.
Nicht Resident mit 4 vier Ankündigung? Zombies. Ja. Hey Stranger, Ach ja. what are you buying? Das war so geil. Ich kenne ihn mit Resident Evil nicht aus. Ja, das kommt aus Resi 4. Da wollte ich die Das war mit diesem HD-Version. rumänischen Dorf, oder? Spanischen. Spanisch? War das nicht rumänisch? Nee, Spanisch. Ich brauche Wasser. Ich weiß das hier noch. Erstens eine Kiste ist, mit einer Schere. Und zweitens noch ein Wasserloch. Ah, mal später. Much bitter. Not in, hinter uns. Hat uns? Nee, nicht mehr. Oder? Ja, du gehst einfach weg. Ja, wir wollen noch nach Norden. Wollen wir nicht nochmal in die Ruine gucken? Nee, vier Zombies. Ah ja, stimmt, da war was. Ich sehe da gerade aber nur einen. Ach, sind die despawned? Ich glaube, drei sind despawned einfach, ja. Wir haben übrigens beide Shotball-Account, das heißt, wenn wir Zombies kennen, kriegen wir ein XP. Man kann sich damit irgendwas freischalten in den Spielen, ich weiß noch nicht was. Ist, glaube ich, je nach Spiel unterschiedlich. Oh, Melone und Weizen. Was werfe ich weg? Ich Eine glaube, Maske. einmal Kakaobohnen. Na, ist nur ein Weizen, also behalte ich die Melonen. Vorsicht, hinter dir! Da hat sich auch jemand erschreckt. Oh, noch einer. Oh, ich glaube, meine Tastatur spinnt. Ah, ne. Oh, noch einer. Ich glaube, die waren doch nicht despawned. Alter. Herzinfarkt, Alarm. Oh, Kiste. Apfel und Bandage. Oh, gut. Also raus hier. Ja, ich habe nur keinen Platz für die Bandage. Wie viel Milch hast du? Eine. Und du hast auch keinen Platz, ne? Ach ja, ich habe auch noch einen Kuchen. Ich werf 2 Melonen. Geil. Ich werf 2 Melonen weg. Wir können eigentlich auch das Ei auf einer wegschmeißen, ne? Ich glaube, die kann man nicht wegwerfen. Oh, doch, kann man. Aber die sind safe Logout eigentlich an sich. Nach fünf paar Sekunden aber auch erst. Ja, ist egal. Nehmen wir mit. Wo kommt die denn her? Einfach mitnehmen. Ich habe auch irgendwie jetzt seit neuem das Bedürfnis, einfach dieses Geräusch zu machen. Ne, ich drücke Luft oben in die Lippen und presse es dann. Nochmal ein Murloc nach. Kannst du das? Das klang ganz gut. Das klang akzeptabel. Apropos Murlocs. Murlocs machen aus seiner Anwesenheit ein verficktes Volksfest. Wie in Hearthstone. Oh. Da geht's ja noch, da kann man sie leichter abschlachten. Ja, aber nicht, wenn der Gegner gleich in einem Zug irgendwie zwei dieser Viecher beschwört, die noch zusätzliche beschwören, und dann noch welche dabei hat, die jeden Murloc auf dem Feld verstärken. Nix. Kommt mal wieder Minecraft, Leute. Ich habe zwar noch ganz viele Folgen gerendert, aber ich habe irgendwie keine Lust, die hochzuladen. Weil ich dafür das Thumbnail machen müsste. Aber wahrscheinlich kommt diese Folge erst dann, wenn die schon oben sind, ne? Nein. Ich habe bisher 8 Folgen hochgeladen. 13, bis 13 habe ich noch gerendert. Und eine Aufnahme haben wir noch. Stimmt. Die, in der ich dich aus Versehen abgeschlachtet habe, habe ich gelöscht. Einfach weil die irgendwie war. Und da waren wir beide gerade irgendwie nicht so wirklich gut drauf. Nee. Mehr kann man dazu nicht sagen. Auf zu furzen, danke, LG. Du lockst jetzt uns noch Zombies an mit dem Faulgasen. Ja. Nee, die sterben dadurch. Nee, die wollen sie mit dir fortpflanzen. Oh Gott. Dann Weil was? Faulgase. Dann freut sie dich immer an. Dann wollen sie sich mit dir fortpflanzen. Nee, sie wissen, sie können es ja richtig, woher das kommt. So, per DNA, ne? Die haben feine Nasen. Es waren mal Trüffelschweine. Die Nacht bricht an, repeat. Moment, Sonne ist in die Richtung, ne? Praise the sun. Ja.
Okay. Das Witzige ist, ich bin ja mit der 172 drauf und repeat mit der 179. Läuft. Interessanterweise geht das. Man hätte, dann könnte man wahrscheinlich auch mit 174 aufschlagen. Ja, höchstwahrscheinlich. Und da habe ich wie abgefeilt. Stimmt, ich auch. Aber ne. Weißt du, was ich glaube, wo wir sind? Na? Ist das das Dorf, wo wir waren? Ich glaube. Jobten? Ne, ich glaube nicht, oder? Watchtower, Officer Forgecraft. Oh, hier ist eine Kiste. Mit einem Lederhelm. Nein, danke. Wir haben bisher noch nichts Besseres als Leder gefunden gehabt, ne? Das ist echt komisch. Hier ist ein Spieler, Zombie! Ernsthaft? Mit einem Eisenschwert! Oh, warte. Ich komm gleich. Dann tank ich den und du schießt mit dem Bogen auf ihn drauf. Also, tanken in Anführungszeichen. Ich nehme einfach die Akro von ihm. Wo denn? Wo bist du? Da, ich sehe dich. Ist tot! Ich hab den weggequittet. Okay, da haben wir jetzt ein Eisenschwert. Nee, hat er nicht getroffen. Ah, schade. Was sag ich dazu nur? Hallo. Oh, Hallo. Übrigens, die ganzen Bilder, die hier drin sind, sind hauptsächlich von Super Nintendo Spielen, wie zum Beispiel diese Maus hier ist von Final Fantasy VI. Wieder. Hier. ach da. Die ist von Final Fantasy VI. Das hier ist, ich glaube, Chrono aus Chrono Trigger. Yep, das ist Chrono. Aua, aua. Ich habe keine Waffe mehr. Stimmt, wir könnten mal wieder neue Waffen gebrauchen. Ja. Hallo. Shalom. Ich glaube, da vorne wäre eine Melone gewachsen. Wir sind nicht da. Nazi-Figur. Oh Gott. Achtung, einer will dich. 24 habe ich schon. Warte, ich hätte dir. Wie viel? 18. Okay. Ja, ich. Er spielt immer auf sicher und ich spiele immer. Ich Ja, helfe. Ich spiele mal, ich helfe dir und klaue ihm die ganzen Gegner. Erstmal was trinken. Truhe. Ich komme mal hier in dieses Haus rein. Bist du da schon drin? Ah ja, immerhin. Iron Sword. GG. Eine Maske. Es wäre nett, wenn ich dein Steinschwert kriegen würde. Ich wollte es eigentlich erst abnutzen. Ja, aber ich habe meinen Holzschwert schon wieder fast kaputt. Was? Nein, geh weg von mir. Geh weg von mir, bitte. Lederjacke, Hockeymaske. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da, Zombie. Nee, nee. Ich muss doch irgendeine Waffe. Ich habe keine Waffe. Nee. Oh, da sind zwei. Lauf zurück, lauf zurück. Einer. Ja, da kommt noch, da ist noch einer drin. Alter, ich brauche echt ein Dings. Officer's Quarter, Senior Officer. Alter, hier muss doch irgendwo eine Waffe sein für mich. Einfach in die Ecke gewichst. Hier ist noch einer. Ich habe irgendwelche Schuhe gefunden. Chain Boots. 22 Durability. Leder. Holzschwert will Leder ich nicht. Sachen nehmen wir nicht mal mehr auf, ne? Nee. Also so nötig haben wir es nicht mehr. Oh, Pfeile. Hast du schon 15 Stück? Ich glaube einmal 15 mal 12. Ah. Ich glaube, Zombies kommen. Schaffst du's? Ja, einer. Hast du respawn? Nee. Wow, hier oben ist.
Note, Gerne. hacked clients and mods are prohibited. Lehrende Gene. Lehrende Gene. Hey, weniger Gain, wir müssen professionell wirken. Nee, ich hab grad da Backsmith. Du links lang? Wenn du mal rausgeht. Pfeile. Hallo, Weaponsmith Ornifex. Fast. Mal eine Health Potion anschmeißen. Wäre geil, wenn Ornifex hier wäre. Oder? Nee, Macduff müsste hier sein. Könnten wir schön Blitz auf unsere Schwerter machen. McDuff. McDüffel. McTrüffel? Also für die, die nicht wissen, wofür wir das ist Dark Souls Dark 2. Souls. Da habe ich auch vorhin gesagt, was geil wäre, wäre mein Souls. Holzschwert. Oh, neat. Mit 6 Durability. Ah, Lederhose reparieren. Oh, du hast auch Chain Boots. Nee, Leder. Achso, du hast dann nur eben repariert. Oh, stell dich doch in mich. Den Turm war's schon, ne? Ja. Geiges. Ich glaube, das war's hier, oder? Ja. Können wir da hinten rausgehen? Er wollte hier außen rum. Ja, okay, ist glaube ich schlauer. Intelligenter. Um, falls jemand weiß, wo Geiges herkommt, Earthbound. Earthbound für den NES? Jo, Oder oder war das SE? schon SNES? Ich weiß, dass es eins für SNES gibt. Ich auch. Ich glaube, das ist aber der zweite Teil. Wow! Oh, holy fuck! Hier ist ein Friedhof, glaube ich, oder? Oh! Wow! Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben! Heilige Scheiße. Was war denn das jetzt? Surprise Butt Sex. Weg hier. To Logging Camp and Whitehaven. Lass die Statuen folgen. Ich habe gehört, die Idee für den Boss, ne? Da ist der Entwickler drauf gekommen, weil er mal als Kind Eine Szene gesehen hatte, die er die als als Vergewaltigung. Vergewaltigung wahrgenommen hat. Einerseits denke ich mir so. Ah, schau dir mal Geiges an. Das ist ein Embryo. Ich Jedenfalls sieht es weiß. so aus. Der Bosskampf allgemein ist ziemlich verstörend. Oh yeah. Vor allem ist das nicht irgendwie ab 12 oder ab 8 oder sowas? Keine Ahnung. Das Spiel ist doch definitiv nicht ab 16. Nein. Alter, und dann kommt einfach so eine Scheiße, ey. Als Kind würde man sich doch denken, holy fuck. Also ist man quasi Abtreibung. Abtreibungssquad. Naja. Was cool wäre, wenn wir unsere Hütte wiederfinden würden, aber ich glaube, die finden wir so nicht. Ich glaube, da sind wir voll falsche Richtung. Mann. Und er gähnt und er gähnt. Ich habe gerade mal wieder den Raum nachgestellt. So. Mit der gähnenden Leere. Nein, mit der leeren Gähne. Da ist er selbst auf dem Weg zu Ornifex mehr los. Ja. Sei froh. Nee, da ist auf dem Weg zu Macduff mehr los. Vom Bonfire aus natürlich.
Ja, von seinem Mond voraus, was direkt vor seiner Hütte ist. Mit dem Festungsschlüssel kannst du die Tür auf, Festungszellenschlüssel kannst du die Tür aufschließen. Festungszellenschlüssel? Ja, dann kriegst du nach dem Belgar-Gold. Ah. Glaube ich. Nee, irgendwo anders. Ach ja, es gibt da in Dings in einem der Türme nach Iron Keep. Da gibt es, wie war das nochmal? Ach ja, da gibt es einen Fenstergeist, der ab und zu spawnt und der kann dir. Dann steckst du Katana im Spiel droppen. Jo. Oh, gut, was er. White Heaven, Evergreen Manor. Evergreen Manor? Was? Da wären wir vorhin lang gehen, hätten wir vorhin lang gehen können. Du weißt, was Schneegebiet heißt. Na? Stärkere Gegner. Oh! Miep. Schau mal, wie viele Leute spielen. Oh, holy fuck. Aber hier in der Mitte sollten wir eigentlich rein theoretisch vielleicht sicher sein. Heilige F Heilige Oh. Maria, Mutter Gottes. Rechts nach Yorkton, links Whitehaven, rechts Evergreen Manor. Wohin? Diesmal lasse ich dich entscheiden. Kannst du mir denken, dass du hier lang gehen willst? Wieso? Keine Ahnung. YOLO. So, jetzt fehlen mir nur noch zwei Herzen. Also ich bleib hier bei diesen Steindingern. Heilige Scheiße. Glaubst du, da oben ist was? Nein. Man könnte aber hochkommen. Ja, so ist es nicht. Irgendwie kommt man da bestimmt hoch. Oder ein bisschen Lampen und Ja. Rannen. Jumpen und Runnen, und zudem würde das Hunger ziehen. Nicht wundern, wenn ihr FPS ein bisschen rummackt. Zwischen 50 und Durch. 120. Für euch wird es sowieso später kein Unterschied sein. Mann, ey. Warte, hier hinten sind die Steindinger. Ich muss ja nachher echt bald eine Lied zwischen. Ach, da vorne ist nächste. Oh, das bietet sich doch hier schon an für Fallen. Was hier fallen? Ja, wo man einfach durchfällt oder sowas. Wo ist das nächste Steinding? Da Da vorne. vorne. Kann man überhaupt aufs De kann man da denn irgendwie Schnee drauf platzieren? Ja klar, es gibt auch gen Fehler der General im Reg Oh, verdammt, ich bin aus Versehen gesprintet. Das war übrigens meine Waffe. Hier. Fast niedergeknüppelt, sehr gut. Ich habe jetzt 22 down. Ich glaube, da vorne ist was. Du Blumen? wolltest gerade irgendwas sagen. Ich weiß, ich hab's vergessen. Oh. Jetzt bin ich irgendwie zurückgeblieben. Wieso? Wie bist du da? Ich habe gefragt, ob ich zurückgeblieben bin. Warte, hier vorne! Guck doch, wir sind vorhin an der Stadt vorbeigelaufen. Nee, das war geplant. Ja, stimmt. Wir wollen die ganzen Zombies backsteppen. Dann links geht's auf jeden Fall rein. Oh Gott. Überall Zombies. Oh, Alter! Er schreckt mich halt. Normal. Der hat mir angegriffen. Der hat mich sexuell belästigt, aber sexuelle Belästigungspanda. So, was sagt eigentlich die Zeit?
30 Minuten, ja, YOLO. Ich brauche Kisten. Kiste. Kiste. Alter, Müll. Pfeil und Müll. Da war noch eine dritte Kiste mit dem Müll. Ich hab den mir sogar aufgenommen. Reparier ich den mal mit meinem Helm. Wieso hast du den Apfel liegen lassen? Weil ich keine aufheben kann. Ich hab immer noch 6. Ich hab 4. Spieler immer noch gleich an sich. Eine leere Flasche. Brauchen wir eine leere Flasche noch? Die Armee 3. Ja, eben. Also, nee. Oh, ein Steinschwert und eine leere Flasche. Noch ein Steinschwert. Fast kaputt. Pfeile. Da drüben ist nichts mehr. Falls ein Gegenspieler vorbeikommt. Findet er 10 Flaschen. Nach 5 Minuten sind sie eh weg. Wenn wir im Tank bleiben. Oder wenn der Tank geladen bleibt. Wollen wir gegenüber gleich hin? Weißt du, bewegen sich beide schon so hin? Wollen wir darüber? Jetzt könnten wir Schneebälle gebrauchen. Also guck mal, wie viele Zombies hier sind. Meinst du, das wird unser Untergang? Wahrscheinlich. Jetzt mal die Decke geschlagen, Wichser. Entschuldigung für die Ausdrucksweise. Wie viel hast du tot? 30. Was? Woher? Du weißt, dass ich die am Anfang alle weggeklatscht habe. Hier vorne dem Haus liegt übrigens noch ein Apfel oder so. Falls du Bedarf drauf hast. Ich bin unter dir. Noch mehr Äpfel. Oh, da kommt ein Zombies. Oh, ich blute. Und dafür habe ich meine Bandagen. Meine Periodentücher. Flash. Alter, wie oft wurdest du schon blutig geschlagen? Oft genug. Dreimal bis jetzt. Müll. 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 Oh. Wobei Holzschwert, warte. Oh, sehr gut. Die Zweitwaffe kann nicht schaden. So, jetzt habe ich ein fast volles Holzschwert und ein. Warte. Ah. Hat doch ein Durability oder so. 3. My throat feels a bit parched. Oh, hi. Mich. Hast du? Ich hab 3 Milch. Ich bloß eine. Warum haben wir denn so viele Hockeymasken dabei? Freu mich auch. Muss ich Jason spielen? Jason! Ne, nicht der Jason. Hier war ich im Rad drin, vielleicht ist die Küste ja auch respawned. Nö, aber da liegen noch Äpfel. Falls du immer noch nie drauf hast. Ich glaube, wir wollen nach da hinten. Township of Whitehaven. Wo bist du? Hier oben. Hä? Ah, da. Hi. Bididib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 
Ist hier hinter dem Haus vielleicht irgendwie ein Weg weiter?